Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Hearthstorm. Ich bin der Dicke und wir sind wieder am Leddern. Es ist immer noch früh am Morgen, also ich habe den Part hier direkt nach dem vorigen Part aufgenommen und letztes Mal haben wir einen Terraner und einen Protoss vernascht, ne? Genau, das mit dem Terraner, das war ja der da uns da mit den Drops genervt hat. Ist halt eine Stunde her. Also, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Aber wir steigen so langsam, oder wir klimmen die Leiter mit unseren unglaublichen, keine Ahnung, 120 Punkten. Wenn die anderen da mit 780 und so weiter rumgammeln. Nun ja, nicht schlimm. Wir müssen ja, also nur keine Eile. Wir haben Zeit. Und der schreibt schon ganz schnell. Good luck, have fun. Das schreibe ich gern zurück. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Übrigens auch das hier wieder eine neue Map. Also man hat hier sein Riesenplateau. Dann hat man hier so eine Expansion mit hier Rocks, die da sozusagen von hinten auch so ein bisschen deffen. Dann haben wir wenn man diese Works geklärt hat, gibt es hier noch andere Works, die dann den Weg zur dritten Expansion frei machen. Und die kann man dann als Protoss besser nehmen gegen Zerg als zum Beispiel die hier oder die hier. Ist ganz klar, dass das hier sowieso die zweite Basis sein wird. Das steht außer Frage. Und dann nehmen wir jetzt wieder bei 13 unser Gate. Das ist eigentlich Standard gegen Protoss, sowohl gegen Protoss als auch gegen Terraner. Ups, nein. Ah, verdammt. Wollte es schon bei 12 setzen. Aber nun ja. Oh, eine Sonne. Warum kommen die denn so früh mit ihren Sonden immer an? Ich verstehe das gar nicht. Also früher in Wings of Liberty, also der Vorstufe jetzt von StarCraft 2, da war das vielleicht im Protoss gegen Protoss nötig, weil da echt alles von dem Bild abgehangen hat. Aber jetzt hat man ja den Mutterschiffkern, der defft ziemlich gut, eigentlich ja gegen alles. Und deswegen sehe ich den Sinn vom frühen Scouten eigentlich nicht. Und er macht sogar eine Wall. Das ist ja was ganz Neues. Und nimmt Doppelgas. Wow, interessant. Hat überhaupt seinen zweiten Pylon gebaut? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das sieht nämlich so aus, als ob er den vergessen hätte. Wäre auch schon ziemlich lustig. Da erfolgt hier unsere Sonde. Ich habe keine Ahnung warum. Der müsste eigentlich wissen, dass sich die Schilde immer wieder aufladen. Und er produziert keine Dingens mehr. Keine Sonden. Das sieht man daran, dass er beim Nexus, also dieser Kristall hier, der dreht sich so komisch, wenn da Sonden produziert werden. Dabei nicht. Also bei ihm nicht. Und jetzt frage ich mich langsam, was er denn vorhat. Was hat er nur vor? Und was war das? Der wollte meinen Wacker kaputt machen. Hat er erstmal seine halbe Ecoline weggezogen. Oh ne, ganz ehrlich, was macht denn der? Ich schätze mal so, der hat irgendwo hier in der Nähe so einen Proxy-Stargate errichtet oder so. Oder irgendein anderes Tech-Gebäude. Weil die Sonne von dem, die sieht man ja hier auch irgendwie nicht mehr. Also werde ich mal einmal hier durchgucken. Der Mutterschiffkern, guck mal, von da bis da. Die Stalker gucken da weiter. Und er macht immer noch nicht. Der hat noch nicht mal Warp-Tech angefangen. Sieht man daran, dass der Kybernetiken sich auch nicht bewegt. Sonst leuchtet der immer so komisch auf hell und dunkel. Ja, jetzt mal unsere Robo hier. Das kennen wir ja alles. Und was ist das? Aha, das war so klar, das war so klar. Jetzt müssen wir aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Ah, ein Orakel. Komm schon.
Och nee. Da habe ich jetzt was verkackt. Hat jetzt aber keine Energie mehr, das ist gut. Den Surrounder, schön. Das hat sogar funktioniert. Das heißt, Zocker, vernaschen wir jetzt mit unseren Arbeitern. Sieht man auch nicht alle Tage. Stargate machen wir dann jetzt hier kaputt, bevor da noch irgendwas anderes rauskommt. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Okay, der hat uns jetzt allerdings auch meilenweit zurückgeworfen. Aber das sollte eigentlich nicht schlimm sein. Wir müssten jetzt vorne sein, weil er hat so viel aufgegeben, hat man ja vorher gesehen. Er hat die ganze Zeit nichts gemacht. Das ist ja... keine Ahnung. Warum spielt man sowas? Na, vielleicht hat er gedacht, dass ich nicht so gut darauf vorbereitet bin. Ist auch ehrlich gesagt... nicht leicht, sich darauf vorzubereiten. Ist allerdings nur nicht leicht, wenn man nicht weiß, dass sowas kommt. Und wenn er mir da so vor die Fresse so, hier guck mal, ich mach nichts. Und ja, dann so viel Gas aberntet und noch nicht mal den Warp kriegt. Noch ein Stargate. Okay, lol. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Das kostet den nochmal. Ach nein. Ich hasse diese Einheit. Ich hasse sie einfach. Es geht kaputt. Scheißteil. Ah, mein Gott. Alter, hast du bestimmt schon irgendwie 10 Arbeiter oder so platt gemacht. Mein Gott, ey. Nun ja, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Ich setze mal weiter Gates. Ich weiß nicht, hat er jetzt weitere Orakels gemacht oder nur Phasengleiter? Also wäre mir ja am liebsten, wenn er jetzt einfach nur bei Phasengleitern bleibt. Die kann man nämlich einfacher deffen. Als diese scheiß Orakels. Und... ich weiß nicht. Achso. Hier. Da ist der Gegner. Und dann machen wir jetzt einfach mal... machen wir noch ein Gate? Ja, machen wir. Eigentlich, wir sollten jetzt erstmal ein paar mehr Sonden produzieren, das sollte funktionieren. Denn Void Rays sind nicht das Beste gegen Sentries. Sentries sind einfach awesome. Mega geil. Gegen alles. Okay, bis auf Ultralisken oder so. Aber sonst sind Sentries einfach nur richtig cool. Ich mag die Dinger irgendwie, obwohl sie nicht sehr viel Schaden raushauen mit ihren Wasserpistolen. Können sie doch sehr gut supporten mit ihren Kraftfeldern und so weiter. Und das Gate klappen wir auf und wir machen weiter Sentries und Stalker. Denn die Void Rays, die sind zwar seit dem Buff ziemlich stark geworden, allerdings nur gegen gepanzerte Sachen und Sentries sind ja nicht gepanzert. Ja, sonst sind Void Rays ziemlich scheiße, nämlich gegen nicht gepanzerte Sachen hier 6 Schaden gerade mal und das ist nix. Mit Wächterschild wird das nochmal weniger. Und dann verliert er jetzt seine kompletten Einheiten. GG. Jo, aber das war auch einigermaßen okay. Hab zwar auch wieder ein bisschen rumgefailt, aber ja, das war eigentlich ganz okay. Ja, da war schon ein hohes Platin. Rang 3 sogar. Ich weiß nicht, wir können ja mal nachgucken. Also 722 Punkte. Ui. Was der so für Gegner sonst bekommt. Und das war auch ein Platin, das aber Rang 1. Also wir sind schon sozusagen vom Skillniveau her hohes Platin, obwohl wir gerade mal so mittleres Platin erreicht haben. Beziehungsweise, nee, eigentlich noch ganz unten. Wir sind Rang 86 von 100. Das ist ziemlich schlecht. Und wieder ein Protoss. Yay. Good luck, have fun, good game. Und wieder diese Map. Was heißt... okay. Ja, wahrscheinlich ist er ziemlich gut drauf, aber vielleicht auch betrunken. Wer weiß, zu früh. Morgens. Kann das schon mal vorkommen. Ja, wir machen schon das Standardbild. Ist einfach das Beste gegen alles, was da kommen könnte. Kann man da auch halbwegs reagieren.
Auch wenn es einem vielleicht zurückwirft manchmal. Aber du bist halt gegen nichts komplett unsicher und stirbst direkt. Da gibt es nämlich so einige Builds, wenn man zum Beispiel jetzt wie er gerade einfach mal stumpf auf Raumportal geht, stirbt man einfach gegen sowas wie vom letzten Part 4 Gate, also 4 Gates hintereinander. Da stirbt man dann einfach direkt, wenn man dann nichts rausbekommen kann, was irgendwie nützlich sein könnte. Ja, deswegen, also ich mag sowas überhaupt nicht. Ich will immer ziemlich sicher spielen und damit habe ich einigermaßen viel Erfolg. Und wir scouten nach unten rechts im Uhrzeigersinn. Und nehmen uns jetzt bei 14 das nächste Gas, beziehungsweise das erste Gas. Denn Protoss braucht ja Gas. War der Protoss der Gegner? Ja, Protoss, gut. Den zweiten Pylon setzen wir jetzt auch noch. Kriegen direkt unsere Sonden ans Gas, damit die da schön fleißig arbeiten. Ist er hier unten? Nein, natürlich ist er da nicht. Wieso sollte er auch? War ja irgendwie klar. Irgendwie, ich habe nie Scouting-Glück. Ich weiß auch nicht warum. Passiert mir immer. Nun ja, egal. Wir machen einfach weiter mit unserer Welt. Ne, direkt das zweite Gas. Und platzieren weiter schöne Sonden. Mal schön Chrono-Boosten, damit wir eine richtig schöne Wirtschaft haben. Und dann vielleicht sogar unseren ersten Vorteil überhaupt im Spiel ergattern können. Es sei denn, er failt seine Build Order total. Macht irgendwie so wie Gas vor Pylonen oder sowas. Haben wir ja schon im Early Game verkackt eigentlich. Und da unten ist er natürlich auch nicht. Mein Gott. Warum? Ich hasse sowas. Aber jetzt benutzen wir Chronobus für Warp Gate Tech, denn den brauchen wir unbedingt, um auch gegen frühen Druck kämpfen zu können, um sowas wie gerade eben zu bekämpfen, also frühes Orakel oder einfach generell frühe Lufteinheiten. Ja, und wir gucken mal, ob er hier schon irgendwie einen Hetzer oder sowas draußen hat. Dann können wir da leider nicht mehr rein, oder dann können wir da wohl rein, aber oho. Nein, 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 nein. Interessant. Zwei Berserker. Okay. Zwei Berserker. Das heißt, er muss wahrscheinlich ziemlich viel Gas übrig haben. Ich tendiere dazu zu sagen, dass das genau derselbe Scheiß ist wie der. Oh Mann. Nein, 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 nein. Nein. Genau derselbe Scheiß wie gerade eben, denke ich mal. Nur halt ein bisschen weniger gasintensiv. Ja, wir gucken mal mit unserem Mutterschiff kehren, obwohl, ne, unser Protektor hat schon 83 Energie. Das bedeutet, das lassen wir mal und warten jetzt gleich einfach auf die Halluzination, die wir da erschaffen können mit unseren 100 Energie. Und 100, gut. Jetzt gibt es einen kleinen Zeitraum, in dem ich kein Force Field machen kann, weil ich keine Energie habe. Ich bin jetzt sozusagen verwundbar für eine kurze Zeit. Aber ich kann ja jetzt direkt Sentries reinwarpen, um wieder weiter Force Fields zu setzen. Das ist halt der Gute an diesem Bild. Der ist sehr sicher einfach. Und wir haben ein Foregate. Was sollte denn sonst kommen? War doch klar. Mein Gott, ey, warum ist jeder am Vorgehen? Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Hat er echt nichts anderes gemacht da? Kann er mich mit seinem Vorgehen nicht besiegen oder was? Ich habe gerade mal zwei Gates. Oh, da kommt schon ein bisschen mehr. Naja, brechen wir ab. Da hätte ich eigentlich erst gar nicht runtergehen sollen.
Nein, 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 nein. Du gehst mir da nicht kaputt. Und wir werden jetzt gleich schon wieder Supply Block. Ich sehe das doch schon wieder. Ah, mein Gott, Fehler über Fehler. Warum? Nun ja. Wir können jetzt gleich versuchen, mal so ein paar. Wie viele Force Fields haben wir? 1, 2, 3. Nee, das ist mir noch zu wenig. Vorgeht ist einfach der skillloseste Scheiß überhaupt, finde ich. Braucht man nichts zu können, einfach nur stumpf drauf und fertig. Vielleicht können wir jetzt sogar nach unten direkt. Ja, müsste sogar gehen. Weiß jetzt glaube ich nicht, dass wir hier sind. Und das ist halt unser Vorteil jetzt. Denn dann können wir jetzt eigentlich. Ja, wir können. Ja, wir können jetzt einfach angreifen. Dann verliert er jetzt seine komplette Armee, wenn er nicht aufpasst. Und das denke ich. Er wird nicht aufpassen. Oh, schön. Oh, lecker. Richtig schön. Erstmal alles Sache. Richtig geil. Die sind alle kaputt. Alle am Arsch. Ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele das waren. Boah. Und so gibt man ein Spiel an jemanden ab. Okay, jetzt mal hier noch ein bisschen nach vorne scouten, gucken, wo der Pylon von ihm steht. Oder die ganze Zeit seine Einheiten herkriegt. Die muss er ja irgendwo herkriegen. Geht ja nicht anders. Und dann machen wir weiter Pylonen jetzt. Und da ist er. Okay. Oder Schiffkern nehmen wir wieder mit. Nehmen wir ihn wieder nicht mit. Aber den Koloss dafür. Warum man immer jetzt bei so einem Angriff einen Koloss mitnimmt, kann ich auch euch auch einfach mal erklären. Der Koloss ist sehr massiv und der verhindert halt, dass da Force Fields gesetzt werden können. Beziehungsweise er läuft da einfach über die Kraftfelder durch und die gehen einfach kaputt. Und da hat er unseren Opsi zerstört. Und das ist halt ziemlich nützlich, weil da kann der Koloss einfach sozusagen das schlechte Positioning, was der Gegner uns da reindrücken will, mit seinen eigenen Kraftfeldern halt wieder zunichte machen. Nur indem er da einfach nur drüber latscht. Ja, der muss Messer aufpassen. Oh, er leckt. Bin ich da? Nee, nee, er leckt. Zu viel Leuchten für ihn. Ah, oh, da hat er uns einen Sentry kaputt gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hör auf zu lenken, Junge. Danke. Nicht gut. Er sollte es erst gar nicht versuchen, sowas. Das ist Selbstmord. Na, willst du noch mehr verlieren? Kannst du machen. Meinetwegen. So macht man's nicht. Ja, wohl ziemlich frustrierend, wenn man so viel verliert. Aua. Das hat auch wirklich wehgetan, ehrlich gesagt. Also da hat er ziemlich viel verloren, einfach total unnötig. 4 Siege, 14 Niederlagen, ich kann verstehen, warum er einfach geliefert, ohne gutes Spiel geschrieben zu haben, der tut mir ein wenig leid. Das kenne ich auch von meiner eigenen Seite. So oft zu verlieren, das ist einfach frustrierend. Das ist StarCraft, man kann nicht immer gewinnen, man kann aber auch nicht immer verlieren, man gewinnt immer ein bisschen. Und damit verabschiede ich mich von heute. Wir haben jetzt Tag der Deutschen Einheit, beziehungsweise der ist vorbei. Und das bedeutet, wir haben ein langes Wochenende und jetzt kommen an diesem Wochenende wieder mehr Videos von mir.
Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr ja vielleicht mal ein Like da lassen oder ein Abo. Vielleicht auch Kommentare, damit ich mich verbessern kann. Und ja, dann bis dann. Ciao.